Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Wing Commander. Ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das habe ich nämlich alles schon vorgelesen. Ich klicke nochmal schnell durch. Also so ein paar nützliche Tipps gegeben halt, ne? Ich guck noch mal eben. Ja, wir sind auf dem zweitletzten Platz im Scoreboard. Wir können noch mal in unsere Medaillen reingucken. Sieht eigentlich schon ganz nett aus, sag ich mal. Ja, nach DOS wollen wir nicht. Wir gehen mal in die Missionsbesprechung, Leute. So, Brimstone-System. Okay, also wir wollen diese Basis angreifen im Brimstone-System von den Katzen. Und es wurden aber noch viele Großkampfschiffe von denen gesichtet. Und wir machen auf jeden Fall jetzt ein paar Escort-Missionen. So, und wir sind natürlich als letztes dran. Ich und Maniac. Okay. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Asteroidenfeld zwischen unserer Basis und nach Punkt 1. Nah am Zerstörer aufhalten und die anderen Schiffe runterholen. Okay, nicht weiter als 5000 Klicks weg von dem Ding. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie so einhalten können. Ich habe natürlich auch mal wieder ein paar Tage nicht gespielt. Also, ihr wisst Bescheid. Das wird natürlich wieder eine ganz tolle Sache hier. Gut. Dann Autopilot. Wahrscheinlich kommt jetzt als erstes das Asteroidenfeld, vermute ich mal. Wir müssen uns irgendwie durchzirkeln. Oh, war ja ein Asteroidenfeld und Gegner. Sehr schön. Das freut mich natürlich tierisch. Das ist natürlich voll daneben. Habe ich mich ein bisschen ablenken lassen. Also ich habe tierischen Respekt vor diesen Asteroidenfeldern. Die machen mir doch schon ziemlich... Ja, die Schiss, aber da kann man sich mal schnell verhauen. Ich schalte mal noch eine Zielsuchende, dann branzen wir den direkt mal eine rein. Schilde unten. Bravo. Boah, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, na, klasse, ey. Das
Das ist ja schön. Oh weia. Das geht ja gut los heute, diese Folge. Ich skippe das mal einfach weg. Okay, dann werden wir mal in wenigen Sekunden die Kampagne weiterlaufen lassen. Ja Leute, da sind wir wieder. Frisch geladen. Ja, gerade mal mit einem kleinen Fail begonnen. Wir versuchen es nochmal. Ja, was sollen wir machen? Also, weiter geht der Spaß. Pilot. Dann ausschwärmen, angreifen. Jetzt machen wir erstmal den Asteroiden da weg, wenn das klappt. Jo. Zack, zack, zack. Eine ungelenkte raushauen, vielleicht trifft sie. Jau! Ey Leute, habt ihr das gesehen? Das war richtig geil. Also es hat, glaube ich, im ganzen LP noch nicht eine ungelenkte getroffen. Aber die hat gesessen. Es war endlich mal keine Verschwendung. Kampf im Asteroidenfeld. Ich liebe es. Schrott sein, der Kahn. Weißt du, ich fliege da eine Minute drauf zu, zerplatzt da wie sonst was. Und der kann mich hier. Ich dachte schon gerade, wäre eine Waffe ausgefallen. Zerplatzt da wie sonst was an denen und die machen hier lustiges Spazierenfliegen. Batsch. Da ist er weg. Hochziehen. Noch mehr hochziehen. Irgendwo hinziehen. Ach, du willst auch noch? Aber gerne doch. Komm, ungelenkte raus. Batsch! Die hat gesessen. Na gut, jetzt kommen die Gelenken. Die spare ich mir aber ehrlich gesagt gleich noch für die Eskorte auf. Batsch, zerlegt. Puh. So, jetzt nur noch den dummen Asteroiden ausweichen. Nee, wo ist denn dann? Nanu, ist mein Navigationscomputer kaputt? Mach mich nicht schwach, Kollege.
Ach, da. Oh, ich dachte gerade schon, mein Navigationscomputer hätte aufgegeben. Weil ich habe jetzt auch nicht so auf den Schaden geachtet. So, sieht aber aus wie ein sehr weit gezogenes Asteroidenfeld auf jeden Fall. Wir haben ja bequem, in Anführungsstrichen, bequem Platz. Autopilotenfreigabe haben wir noch nicht. Aha, mit Tastatur könnten wir auch steuern, aber das lassen wir mal lieber. Ah, Autopilotenfreigabe. Nix wie weg. Okay, Maniac direkt rausgeschickt. Ich weiß nicht, ob das lohnt, auf diese Entfernung anzugreifen. Ich werde mir das jetzt einfach mal ein bisschen ersparen, aber... Du Birne, dich hole ich als erstes runter mit deiner blöden Dralti da. Habe ich ihn weggeblasen? Nee, weiß ich nicht. Fans. Einen in der Nähe. Ja, schön rot. Mayday. Oh Scheiße. Alter, was war das? Ich glaube, ich habe ein bisschen viel Gas gegeben. Weg damit. Nächste bitte. Ah, so langsam geht's was. Scheiße, die schwer angeschlagen an der Seite schon. Das ist natürlich eine optimale Missionsvoraussetzung hier. Mal näher ran. Auf jeden Fall ein spannendes Missionchen, muss ich mal so sagen. Der dicke Bello nur hinterhergeflogen, dass sie sich nicht gescheit wehren können gegen die Katzen, ne? Das verstehe ich nicht. Ein Zerstörer kann sich nicht gegen drei Flugzeuge, drei Raumgleiter da wehren. Also egal, wir haben sie wenigstens sauber mitgebracht. So, landen. Und ich hoffe mal Belohnung kassieren. Kumpel, wir haben Landefreigabe. Was soll das? Habe ich schon wieder diesen elendigen Bug? Ich kann die nicht anfunken. Die alte Kackbude. Hallo.
Ich will jetzt nicht mit dem Schleudersitz aussteigen und wieder hier irgendeine Landung. Da muss ich da speziell von vorne drauf zufliegen vielleicht. Leid, dass ihr euch das hier mit ansehen müsst, dieses Geassel. Aber das ist ja so wirklich voll die Scheiße hier. Ja. Hui. Ja, Maschine sieht noch ganz gut aus. War ein guter Job. Nach dem Fail definitiv cool. Sieben. Geil. Ja, Leute. Damit beende ich natürlich diese schöne Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Wing Commander. Tschüss!